und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, Rome Total War 2 mit den Römern. An sich. Ups. Mein Handy. Entschuldigung. Ich muss kurz auf lautlos. So. Gut. Also, wir könnten das Ganze jetzt automatisch machen. Dann bekommen wir auf jeden Fall keine Probleme. Aber ja, ich will es trotzdem spielen. Also er sagt, dass wir ja locker gewinnen, aber wenn wir es spielen, dann gewinnen wir nicht ganz so locker wegen den ganzen Pikieren. Und wenn man schon ein kleiner Tipp für alle, die auch Total War spielen, wenn man schon so eine Übermacht hat, sage ich mal. Also wenn der Computer sagt, dass man locker gewinnt, also 70%, 80%, 90%, und der Gegner ganz viele Pikeniere hat, dann würde ich euch raten, spielt es, weil ihr werdet gewinnen. Es sei denn, ihr seid ziemlich, also stellt euch ein bisschen dumm an. Regen, nö. Rügen, nö. Regen, ja. Gut, also, natürlich, man kann immer das verlieren, aber, was ich sagen will, ist, wenn ihr gegen Pikeniere spielt, es ist immer ziemlich, dieser Steam, immer ziemlich schwer, deswegen kann man da sehr gut trainieren. Hey, ich hoffe, das hört man jetzt nicht. Auf der Aufnahme. Prätorianer kommen eigentlich ganz vor. Rüstung 130, genau. Zuerst kommt die Prätorianer, die haben die Ehre für den Erstschlag. Gladiatoren kommen an die Seite, das ist meine Flanke. Und hier die Kavallerie. Und unser neuer Kaiser. Gut. So. Ich hab die Evocati vergessen. Na egal dann. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Aber woher? Ey, Mann. Okay. Warte, Entschuldigung. Von da. Ah, jetzt sehe ich sie auch. Dann werde ich das Ganze mal ein bisschen umdrehen. Die da lasse ich ja trotzdem mal hier. Das ist der Mob. Ja, die Kavallerie kann sich mal um die kümmern. Es ist immer besser, wenn eine Armee voller Pikeniere auf dem Feld sind, weil da kann man sie sehr gut umschwirren. Und in der Stadt sind die ja fast unschlagbar. Deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt das so machen können. So, warte, die gehen mal da weiter. Na los. Die sollten jetzt mal zurückgehen. Also die gehen mal vor. Die Prätorianer gehen mal weiter vor. Gut. Hier ist es kein Problem, die können nachkommen. Wir hungern nach
Okay, das ist jetzt auch vorbei. Der da ist auch fertig. Die da sind auch fertig. Ja, wunderbar. Nochmal ein Charge? Willst du das wirklich machen? Will er wirklich? Interessant. Die Prätorianer-Kavallerie geht auf die linke Flanke, weil die rechte Flanke hat, haben unsere Evokati. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das sind jetzt nur... Was macht der da? So, dann gehe ich mal auf Fernkampfjagd. Was war denn der da? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Schöner Charge. Richtig perfekt in den Rücken. Perfekt. So, und du auch. In die Seite. Sehr schön. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, wieder raus da. Wie halt die Prätorianer aushalten, ne? Das sind nicht die, sondern... Das ist schon krass. Richtig cool. Die bekommen jetzt noch Blutdürst. Dürster. Die da auch. Also wichtig ist wirklich immer die Leute ausspielen. Gut, General habe ich geknackt, gell? Ja. So. Ja, war relativ einfach, das stimmt. Aber ja. So kann man halt immer schön üben. Hä, der General hat welche gekillt? Wen denn? Hm. Hm.
Genau, die feindliche Kavallerie. Genau. So, sehr schön. Neuer Kaiser. Besetzen. So, das machen wir mal alles jetzt schön wieder auf Römisch. So. Ja, wobei, da kann ich das da machen. Du. Ah, stimmt, der ist ja jetzt rausgegangen, ne? Da können wir einfach einmarschieren. Ist ja easy. So, dann das auch nochmal. Garnison. Dann Bibliothek kommt rein. Gladiatoren kommen rein. Und eine Münzstätte. So, sehr schön. Genau. Warte, dann gehe ich mal hier runter. Nee. Der ist ein bisschen zu stark. Der da? Ja, der geht. So, dann schauen wir mal. Ja, okay, er geht doch nicht. Dann... Das können wir automatisch machen. Der hätte zum Beispiel sehr viel mehr Schaden gemacht, wenn er einfach da geblieben wäre. Naja. Du gehst mal da rein. Oh, genau. Sinope ist ja jetzt auch nicht mehr unser. Stimmt. Hier bauen wir alles aus. Wir haben ja das Geld. Wer bist du denn? Ah, genau. Dich wollte ich zur Unterstützung von Tyros und Salmanis. Salmanis? Salamis. Jerusalem. 73. 70. Noch 3. Okay, 72 muss ich Türkei haben. Aber ich würde sagen, das haben wir jetzt. Genau, das da war sehr lange. Also ich glaube bis 30 oder warte, das habe ich mir doch auch geschrieben. Gut, habe ich nicht. Also, wir holen uns das da zurück. Das war ja dieser, ja, oder? Muss ich eigentlich nicht. Weil ich glaube, das da kam erst später. Also die Römer haben, glaube ich, Asien. Und dann, das kann ich gerade in Cilicia, ne? Wegen den drei. Genau, die haben das so erobert und dann sind sie gleich hier runter und Syrien rein, genau. Genau, 70 haben sie eben Jerusalem, erobert. Und da muss ich mal schauen, vielleicht mache ich ja bei Jerusalem. Weil Jerusalem ist bei so vielen Kämpfen, bei so vielen Kriegen eine extrem wichtige Rolle. Sei es jetzt bei den Kreuzzügen oder bei Zivil. Bei den Kreuzzügen oder bei eben Römer oder Ägypter oder so. Also die Gegend um Jerusalem ist immer extrem wichtig. Und da werde ich... Ah, genau, Spanien. Wollte ich auch noch zurückerobern. Aber das ist ja jetzt easy. So. Nee, das brauche ich da nicht. Das brauche ich da eigentlich auch nicht. Du gehst jetzt nach Arsee. Und zwar dahin, damit du noch Leben zurückbekommst. Und wann muss ich oben angreifen? Blapp.
Genau, 65 Asien, Syrien, Sarmatien, Landung. Und 55 bis 48 ist Gallien. Also quasi Frankreich. Und dann 48 ist Caesar. Nee, 51 ist Caesar in England gelandet. Hat da ein bisschen Zoff gemacht. Da werde ich auch nur die beiden Städte hier erobern. Und dann mich wieder abziehen. Also, mir ist es egal, ob die wieder zurückerobert werden. Also, ich fände es sogar cool, wenn die wieder zurückerobert werden würden. Weil das wäre realistisch. Weil erst 100 Jahre später, 43 nach Christus, kam dann wirklich der Britannienfeldzug. Ja, genau. Dakia-Feldzug kommt dann 100. Ich weiß noch nicht, wie weit ich das jetzt spielen werde. Weil es solche Sachen wie die Teilung Roms in Ost und West kann ich natürlich nicht nachmachen. Oder also das kam ja so oft vor. Einmal wurde es sogar in drei Gebiete aufgeteilt. Ganz Rom. Das kann ich natürlich nicht nachbilden. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, hier stehen wir immer noch ziemlich sicher. Genau, der guckt mal, was los ist. Der guckt auch mal. Nee, warte. Die kann immer noch nicht attentatieren. Aber das wird schon. Okay, sie ist Level up. Das heißt, Ouch-Zeit. Yeah. Hingabe. Nee, Hingabe ist zwar... Ja, aber haben wir da nichts besser? Da haben wir nichts besser. Das ist auch gut. Das haben wir auch. Okay. Wir haben das eh. Gut, dann schauen wir nochmal. Ich glaube, das waren alles die... Ah, doch. Das ist unser... Le Kaiser. Der hat keine Frau. Mein Kaiser hat keine Frau. Das kann doch nicht sein. Jeder will die Frau vom Kaiser sein. Gut, streitsüchtige Ehefrau. Wow. Und... Sie, ehrgeiziger Ehemann, das stimmt, aber das Problem ist, plus 5% Korruption. Das ist so hirnrissig, wenn der Kaiser, wenn der... Ja, ich check das nicht, wieso das möglich ist. Ach krass. Dann hat die jetzt plus 10 auf Kinder bekommen. Ich verstehe halt nicht, warum das möglich ist, dass der Kaiser oder der Diktator von einem selber eine andere Familie gründen kann. Also das macht logisch gesehen überhaupt keinen Sinn, weil er ist ja schon das Oberhaupt von einem Haus und sogar noch Diktator. Also ja, ne? So. Jetzt will Kusch da darüber. Das ist auch interessant. Aber ich, also. Mein Herr wünscht eurem Volk. Nö. Nö, 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 Sabah, gell? Das machen wir nicht. Das wird auch lustiger jetzt im Osten, weil Rom hat ja so übertriebene Schwierigkeiten bekommen von den Reitervölkern da. Also Baktrien, Seleukiden und so. Ja, da hatten die sehr große Schwierigkeiten. Und ja.
Die Geister sagen uns, dass wir euch Gold. Ja, pff. Das ist zu spät jetzt, ne? Wegen euch musste ich ja meine beiden Legionen nach unten ziehen. Die hatten zwar nichts zu tun da oben, aber trotzdem. Es geht ums Prinzip. Sklaven. Legion 5. Ich weiß nicht, was für eine Legion das ist, aber der sieht doch mal sehr gut aus. Ach, das ist der. Okay. Ja, super. Dann geht mal. Oh nein. Nein, 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 nein. Hä? Wieso bin ich da? Wenn mein. Warte, wo bist du denn? Nein. Bla bla bla. Legion 5. Wo bist du? Nee, das war nicht Legion 5. Das war Legion 6. Das war Legion 4. Ja. Der ist jetzt von da nach. Okay. Wieso zeigt er mir dann hier drüben das an, wenn. Gut, der hat ein Ding bekommen. Ja, das, ich glaube, ich glaube, ich mache das da. So, das sind alles von meiner Familie und wir sind 72 angelangt. Super. Gut, du, dein erster Kill. Na, noch nicht dein erster Kill. Na gut. Ja, nicht so laut. Gut, das war das. Jetzt gehst du hier hin. Du schnabulierst mal nach da drüben. Hier muss ich halt aufpassen, dass hier nicht die ganze Zeit jemand rüberkommt. So. Dich kann ich ausbauen. Alexandria. Das ist natürlich schön. Warte, in Alexandria. Ups, Entschuldigung. Upsa. In Alexandria muss ich noch eine fette Bibliothek bauen. Na gut. Dann mache ich das noch nicht. Dich schicke ich mal da hoch. Oh, sehr schön. So, einmal das da, einmal das da, nochmal das da und einmal das da. Das da. Hier das da, hier das da, hier das da und da das da. Super! Jetzt ist es fast wieder befreit. Unterdrückt, kann man auch sagen. Aber ist ja Jacke wie Hose. Gut, da oben sieht es super aus. Hier sieht es auch wunderbar aus. Der geht mal nach da, damit das sich ein bisschen bewegt. Ach, du bist ja auch immer noch da. Ist so lustig. Ich glaube, der Reta will wirklich hier rein. Hat er das mein Klientel? So, ich will mal kurz schauen, wie groß die Leute sind. Also, ist natürlich unpraktisch, dass hier die fast die gleichen Farben haben, aber die Chimera sind halt hier unten. Ne, Saba ist ja noch hier. Also Saba geht so, Chimera ist das da und hier oben. Mageten, Chimera hier.
Massageten, Chimera. Sabah ist noch in Persien. Das wird interessant. Gut. Britannische Konföderation wird... Alter! Hier, die da sind aber ziemlich tüchtig. Britannische Konföderation wird auch noch interessant. Warte, nee, hier. Genau, das gehört alles zu uns. Gut. So, gut, dann würde ich sagen, wir sind schon wieder fertig. Das nächste Mal würde ich sagen, ja, denke ich mal, können wir Jerusalem übernehmen. Schade, dass da keine große Armee ist. Wir könnten den aber jetzt mal den Krieg erklären. Vielleicht baut er dann hier ein bisschen ein. Ihr habt meine Aufmerksamkeit, aber versucht nicht, mich zu umgarnen, zu beschwatzen oder zu bedrängen. Ich sehe mein Schwert mit so viel Freude an wie nie zuvor, nachdem ich all eure Klagen erdulden musste. All unsere Klagen? Wir kamen einfach her und haben gesagt, ja, nö, Krieg. Aber ganz ehrlich, du bist so winzig. Aber er baut jetzt hier auf. Okay, alles klar. Das ist schön. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und nächstes Mal machen wir Jerusalem platt. Bye. Sega. Sie müssen bestraft werden!